Hallo zusammen. Ich habe gedacht, das ist mal ein Thema für Leute, die Probleme mit Batterien haben. Ich bastel mir hier gerade selber eine Batterie für mein Schwäbchen, weil ich habe da ja ein bisschen Platzprobleme wegen dem Zündschloss. So, die Zellen, die gibt's aus schön China für das Euro das Stück. Also wenn man sich das durchrechnet, das sind hier 10 Zellen. Hier habe ich schon mal, so sieht das dann aus, wenn ich fertig bin. Wird schön mit Heißkleber eingepackt und dann ein bisschen Panzertape drum. Fertig die Zelle. Also 20 Zellen habe ich dann theoretisch 4 Amperestunden. Ne? 2000er je Zelle und ich schalte ja nur in Reihe, also werden bloß die Volt hochgenommen und die Leistung bleibt. Also 2000, 4000 macht 4 Ampere. Ja? Und dann wird das hier schön zusammengelötet, immer schön plus minus gebrückt und kommt bloß nicht durcheinander, wenn ihr das dann oben und unten umdreht. Euch rauchen die Zellen weg. Ne? Das mag. Erst passiert gar nichts und dann gehen sie euch auseinander. So schnell könnt ihr gar nicht mit dem Seitenschneider schneiden, wie die Dinger dann wieder auseinander zu kriegen. Ja, warum habe ich das gemacht? Nun ja, also wenn man das jetzt mal hier so sieht, das ist ja nun eine normale Moped-Batterie. So, die passt bei mir nicht mehr rein. Ich habe da ein Zündschloss reingebastelt und noch ein bisschen Elektronik. Dann hatte ich mir mal Bleigel-Akkuzellen besorgt. Das sind 2. Die habe ich auch in Reihe geschalten. Hatten dann aber nur 1,5 Amperestunden. Na, das ist ein bisschen wenig gewesen für meine Bedürfnisse. Also wenn man dann hier 2 Hupen betreibt und noch andere elektrische Spielereien, ja, da kommt man schnell an die Grenze, beziehungsweise die Hupe hört sich nicht toll an. Ja, brauchte ich mehr Strom. So. Und weil ich keinen Platz habe, ich habe mir gedacht, wie kriege ich jetzt mehr Leistung von der Batterie rein mit weniger Raum? Und dann habe ich mir einfach, gedacht, probier's mal. Ne? Das ist vielleicht auch eine Lösung für andere Leute, die ihren Nierenkasten beim S51 mit zum, ja, was weiß ich, umbauen und keinen Platz mehr haben. Man muss das hier nicht zu so einem Paket verbauen. Ne? Also man kann die Zellen letztendlich alle auch einzeln mit Kabel verbinden und irgendwie hinpuzzeln. Oder macht bloß eine Schicht, macht ein Dreieck raus, wie man das braucht. Also man kann das richtig so schön in die Freiräume, die man noch hat in seinem Fahrzeug, reinpuzzeln und muss die Zellen dann halt nur in Reihe verbinden. Und dann wird das Ganze dann noch parallel mit der nächsten verschaltet und dann habe ich 4 Amperestunden, 12 Volt. Hält auch gut, also die habe ich schon vor einer ganzen Weile gemacht, die hat immer noch 13,3 Volt. Wenn man das misst, also die Selbstentladung ist bei Lithium-Ionen ja auch sehr gering. Bleigel ist auch schon nicht schlecht und ja, darüber reden wir nicht. Wenn wir das 2 Monate stehen, das ist kein Saft mehr drauf. Egal, ob Verbraucher oder nicht. Es entlädt sich halt ratzi fatzi. Gut, da habe ich mal wieder ein Video gemacht. Ich klemme ein bisschen in der Sanierung von meinem großen Geschoss hier. Also der Lack klemmt, die roten Streifen sollen ja weg. Der Arschpanzer ist schon in Bearbeitung. Vorne, das muss noch werden. Und die ersten schönen Tage da draußen, ne? Ja, eher braucht, wenn ich anfange zu lackieren. Das macht einfach keinen Sinn. So, ich hoffe, ich habe mal so eine kleine Idee gestreut. Wenn mal jemand, wie gesagt, unbedingt eine Batterie braucht und keinen Platz hat, kann er sich so mal was basteln. Und kostet auch nicht mehr, als wenn du Bleigel dir kaufst jetzt. Ne? Ich weiß nicht, was die kosten. 18, 19 Euro. So, kannst du auch 20 Euro da ausgeben und ein bisschen handwerkliches Geschick. Ne? Also, bis die Tage. Tschüss.